Ich glaube, du hast Post. Mein Vater ist gestorben. Ich glaube, dein Vater ist tot. Carole Perceval, ich darf Ihnen Caroline Loger vorstellen, Ihre Halbschwester. Ist das ein Witz? Meine Teuersten, dafür möchte ich euch um Verzeihung bitten. Dass er tot ist, meine ich. Ich hätte ihm gerne noch einen in die Fresse gehauen. So was Vulgäres. Sein Nachlass befindet sich in seinem Chalet auf den Gipfeln des Courchevel. Ich würde es eher eine beschissene Holzhütte in der letzten Ritze am Arsch der Welt nennen. Ist es das? Er ist doch ein Mistkerl. Und guck nicht so jedes Mal, wenn ich Mistkerl sage. Du bist gar nicht tot? Nein. Ich bereite gerade einen Coup vor. Das ist die Stradivari, die ich in San Sebastian gestohlen habe. Eine Stradivari? Ja, das ist eine Violine, die um 1740... Ja, ich kenne die Wikipedia-Seite. Das dürften insgesamt so 2 Millionen sein? Ich habe eher an 15 gedacht. Wie? Was? Die goldene Regel lautet Vorbereitung, Vorausplanung, Präzision. Er ist vornehm, wie ich, vor 20 Jahren. Ehrlich, heldenhaft. Tut mir leid. Ich war fast so weit, wegen dir ist es schiefgegangen. Sah nur gar nicht so aus, als würde es gut laufen. Na, warte! Ihr seid echt unmöglich. So ein Arschloch. Er hat uns von Anfang an belogen. Ich bin ein Gauner, aber auch euer Vater. Na, 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 Aschenputtel. Und hier haben wir die Stradivari. Jetzt brauchen wir keinen Scan mehr und auch keinen Code. Hast du den Code für den Koffer?